Wir zeigen hier eine Ausstellung mit Kunstwerken von Leuten, die neu in der Region sind. Das sind überwiegend Geflüchtete. Das erste Bild heißt Kinder im Krieg. Da erzähle ich über, was passiert mit den Kindern und mit den schlechten Erinnerungen. Die Geräusche von Bomben und Kampfflugzeugen verursachen Taubheit und Angst. Täglich sind die Kinder Syriens aus dem Irak und anderen Konfliktregionen den Tragödien des Kriegs ausgesetzt. Was hat der Krieg mit unseren Kindern gemacht? Ich finde es eine tolle Aktion, geflüchtete Menschen, Zuwanderer und Zuwanderer zu bitten, Kunst zu zeigen, ihre Gefühle zu zeigen, dadurch auch zu erzählen, was sie bewegt. Und das kann man jetzt hier in der Stadtteilbibliothek Pragwede sehen. Es gibt ganz unterschiedliche Kunst. Es gibt einen Film, es gibt ein Kleid, das gemacht worden ist. Und natürlich viele Fotografien und Malerei. Und alle Kunst ist wirklich gut, sehr ausdrucksstark, aber auch spannend. Und es erzählt eben viel darüber, was die Menschen bewegt, die zu uns gekommen sind. Das heißt, Seele, ja, bin ich, ja, ganz andere. Liebe oder erinnere mich eine Freundin von mir. Ja, Mitte September haben wir uns dann zusammengesetzt und haben alle Werke, die bis dahin eingereicht wurden, bewertet. Und da in der Jury war Frau Günther von der Stadtteilbibliothek und Vertreter von Kulturkonsum, Uli Mühr und Georg Volkmar. Dann war noch der Fototreff vertreten mit Ulrike Schwarze und Asad Ulami und wer war noch dabei? Ja, Ingo Nürnberger, der Sozialdezernent. Und deswegen war ich ganz überrascht, als ich ihn kennenlernte, dass er 16 Jahre alt ist. Und das Bild hat uns irgendwie so ein bisschen fasziniert, ein Herz mit einem Stuhl drin, den wir so interpretiert haben als Folterstuhl, ein irres Bild. Also das sind zum Beispiel Bilder von seiner Schwester, die wohnen hier in Bradwede auch und sind auch, glaube ich, schon ganz gut integriert, so wie ich das mitbekommen habe. Vielen Dank.